Am 18. Januar 1871 wurde unter der Herrschaft der Hohenzollern das Deutsche Kaiserreich ausgerufen. Damit war zumindest eine Forderung der Revolution von 1848 erfüllt. Die Deutschen hatten endlich ihren Nationalstaat. Wenn auch nicht durch eine Revolution der Bevölkerung, sondern vielmehr durch einen Beschluss der Machthabenden. Das sollte gerade mal ein knappes halbes Jahrhundert Bestand haben. Am 9. November 1918 kam es zum Sturz des Kaisers. Und damit herzlich willkommen bei unserer dritten Folge, in der wir uns mit den Ursachen, aber insbesondere den Folgen der Novemberrevolution von 1918 beschäftigen. Natürlich lässt sich die Novemberrevolution nicht ohne den Ersten Weltkrieg erzählen. Zu dem wir übrigens bereits ein Video gemacht haben. Guckt euch das ruhig mal auf unserem Kanal an, das ist gar nicht schlecht. Seit dem Kriegseintritt der USA 1917 wurde die deutsche Armee an der Westfront mehr und mehr zurückgedrängt. Im Sommer 1918 war den Befehlshabern klar, dass der Krieg so für Deutschland nicht mehr zu gewinnen war. Vielmehr ging es jetzt darum, so günstig wie möglich aus der Sache wieder rauszukommen. Um die Waffenstillstandsverhandlungen mit den USA zu erleichtern, forderte Erich Ludendorff als Teil der obersten Heeresleitung, das Kaiserreich auf eine parlamentarische Basis zu stellen. Das bedeutete, dem Reichstag mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben. So wurde am 3. Oktober 1918 Prinz Max von Baden zum Reichskanzler ernannt, der sich nun wegen eines Waffenstillstands an die Alliierten wandte. Und wie sah die Lage in Deutschland aus? Wie ging es der Zivilbevölkerung? Durch den andauernden Krieg hatten sich in Deutschland die Lebensbedingungen mehr und mehr verschlechtert. Viele Menschen hungerten und die Kindersterblichkeit nahm rasch zu. Die Bevölkerung war kriegsmüde. Aber wenn es doch bereits Verhandlungen um einen Waffenstillstand gab, wofür braucht es dann noch eine Revolution? Nun, der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte das Gesuch zwar akzeptiert, aber mehrere Forderungen gestellt, die für die oberste Heeresleitung als absolut inakzeptabel galten. Erich Ludendorff, der einen Monat zuvor den Krieg für verloren erklärt hatte, bestand nun am 23. Oktober darauf, die Kampfhandlungen augenblicklich wieder aufzunehmen. Wofür das denn? Für Volk und Vaterland. Zumindest erklärte das die deutsche Marineleitung in Kiel ihren Offizieren und Matrosen, als die am 30. Oktober noch einmal ins Gefecht gehen sollten. Dies löste jedoch eine Meuterei unter den Matrosen aus, weil die sich nicht für einen verlorenen Krieg opfern lassen wollten. In den Marinehafenstädten Wilhelmshaven und Kiel brachen Massenproteste aus, auf denen ein sofortiges Kriegsende verlangt wurde. Anfang November erreichten diese Proteste weitere große Städte. Am 9. November 1918 dankte der Kaiser auf Druck des Reichskanzlers ab, womit die Waffenstillstandsverhandlungen beginnen konnten. Und damit ist die Novemberrevolution beendet. Oh nein, die hat noch gar nicht richtig angefangen. Was? Das war bis jetzt alles nur Vorrede? So in etwa. Worüber wir nämlich noch nicht gesprochen haben, sind die Sozialdemokraten. Diese hatten sich 1916 in zwei Parteien aufgespalten. Mehrere linke Parteimitglieder von der SPD hatten massiv gegen die weitere Unterstützung des Krieges protestiert und sich schließlich abgespalten. Die Abtrünnigen gründeten daraufhin die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Zwei der bekanntesten Mitglieder waren Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Diese Namen habe ich schon mal gehört. Als am 9. November 1918 der Kaiser zum Abdanken gezwungen wurde, endete auch das Deutsche Kaiserreich. Und es entstand ein Machtvakuum. Dieses füllte zunächst Philipp Scheidemann, ein Mitglied der SPD, als er vom Reichstag in Berlin aus die Parlamentarische Republik ausrief. Damit kam er Karl Liebknecht um zwei Stunden zuvor. Dieser rief nämlich um 16 Uhr vor dem Berliner Schloss auf einem Wagen stehend die Sozialistische Republik aus. Statt einer Republik haben wir jetzt also auf einmal zwei? So in etwa. Und zwischen diesen zwei Lagern findet sich auch so schnell keine Einigung. Richtig eskaliert dies schließlich im Januar 1919 mit dem Spartakusaufstand. Um sich vor den Sozialisten zu schützen, heuerte die parlamentarische Seite unter Friedrich Ebert von der SPD schließlich Freikorps an. Das waren meist heimkehrende Soldaten, die nicht unbedingt Freunde der Demokratie waren. Karl Liebknecht, der zusammen mit anderen USPD-Mitgliedern im Januar 1919 die KPD, also eine kommunistische Partei, gegründet hatte,
setzte sich weiter für eine sozialistische Revolution und die Absetzung der Parlamentarischen Republik ein. Am 15. Januar wurde er, genauso wie Rosa Luxemburg, von Mitgliedern der Rechten Freikorps verhaftet und ermordet. Damit setzte sich die Parlamentarische Republik unter der Führung der SPD durch. Am 19. Januar 1919 fanden die ersten Wahlen in der ersten deutschen Demokratie statt. Und was ist mit den Sozialisten und Kommunisten? Wie haben die diese neue Demokratie gesehen? Die Kommunisten haben der SPD niemals verziehen, dass sie mit Freikorps hatte auf sie schießen lassen. Während der gesamten Weimarer Republik schafften es die linken Parteien nicht, eine politische Mehrheit im Parlament zu bilden, während für die bürgerliche Bevölkerung der Kommunismus ein Schreckgespenst wurde. Etwas, das die politische Rechte nur zu gut zu nutzen wusste. Und damit sind wir am Ende unseres Videos zur dann doch sehr blutigen Novemberrevolution. Dass aber nicht alle Revolutionen mit Blutvergießen gewonnen werden müssen, zeigen wir euch in der nächsten und letzten Folge.